Ich schaffe es. Ob ich das schaffe? Ob ich das schaffe? Ich schaffe es. Ich habe sogar einen kürzeren Weg jetzt gemacht, glaube ich. Nee, das war vorhin blöd. Ich hatte vorhin fast einen fertig und dann bist du gekommen, hast ihn erschossen und dann war keiner mehr. Das heißt, ich hätte mir selbst helfen können. Das hast du erfolgreich verhindert. Ja. Ja, das hat mir Geld gekostet. Das will ich wieder haben. Ich will meine 200 Münzen haben. Ja, du, dafür hast du ja was gekriegt. Ja, aber auch nur... Ja, jammer nicht rum. Das hat dich keiner gezwungen. Da ist ein kleiner Hässlicher. Doch, natürlich. Mein Trieb nach Vervollständigung... ich will nichts wissen über deinen Trieb. Ja, doch, natürlich. Fragst du doch. Jetzt interessiert er dich. Alter. Ich wollte dich nicht erschrecken. Es ist nur... Ich brauch dringend deine Hilfe. Ey, das ist mein Jahr. Kennst du den auch noch? Nee, ne? Wir haben hier ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen, ein rotes. Ja, ich weiß, Fett das ist ja mein Jahr. Ach so. Weißt du, du denn noch? Nee, warte mal, ich bin jetzt gerade konzentriert. Ah, er löst sich auf. Die ist ganz gut, die Waffe, die ich hab. Ja? Ich will da rein. Au! Kann ich mit dem sprechen? Kann mir nicht mal an der Birne jucken. Ah nee, da. Wo bist denn du? Da. Was? Keiner will mit mir spielen? Woran das wohl liegt? Dass keiner mit dir spielt. Au! Stör mich nicht beim Looten! Hier liegt einer. Ein Basketballkopf? Nee, ein Typ. Da oben ist er. Oben ist eine SMG, wenn du den möchtest. Ja, ich gucke mal. Nee. Ist da unten irgendwas? Ach, du stehst da bloß. Warum denn? Komm hier. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Ich will die ja verkaufen. Die habe ich nie benutzt. Stets eine Freude, Geschäfte mit einem Kammerjäger zu machen. Platz! Aber mein Jack sagt dir noch was, oder? Du hast alles. Jetzt machen wir nicht wirklich. Blasen. Ja. Aber zuerst sieh dir das an. Renn, renn! Mördergeschütz im Einsatz. War nur ein Witz. Im Gegenteil, ich will, dass du. Ich hab was für den Doppelgänger aufgesammelt. Voll erwischt, was? Ich hab hier so einen schönen Granatenmods, die sollte ich mal ausprobieren, ne? Auch so hübsch. Ich bin in diesem scheußlichen Hyperion-Gelb lackiert. Ich habe ein Fass Farbe gefunden, aber ich konnte ja nicht die Kanone abfeuern und mich gleichzeitig davor stellen. Hilfst du mir? Wo bist du? Ach, da hinten. Warte mal da. Beweg dich mal nicht von der Stelle. Oh. Mondsteine, wie konntest du die übersehen? Blubberblasen! Machst du die? Warte mal kurz, ich hab hier was für dich. Der hier, ne? Fallen lassen. Das ist für einen Doppelgänger. Ja, ich hab das mal aufgesammelt. Ja. Mein Jack war der Endboss von der Claptrap Revolution aus dem ersten Teil. Ach so, ach so, ach so. Das habe ich schon längst verdrängt, solange wie wir hier schon dran spielen. Kann das sein, dass der ein bisschen andersrum ist hier?
weiter. Er wollte ja, anstatt sein tödliches Geschütz, wollte er eine Maschine haben, die Seifenblasen schießt. Und jetzt will er ja eine andere Farbe haben, weil er findet, das Hyperion ist richtig eklig, gell? Ach so. Na, dann sieh zu, dass du das da reinkriegst. Bestimmt rosa oder so. Ziel mit dem Ding in diese Richtung, du Irrer! Oder ich setze meine Unterprogramme auf Mord! Lass dich nicht veräppeln! Aber im Ernst, richte sie auf mich! Ist das so? Richtig? Ich weiß das nicht, ich mach das ja nicht. Und hier ist... Sehr gut! Und jetzt her damit! Perfekt! Ich... Oh, Moment, warte, auweia! Was jetzt? Oh, gütiger Himmel, mein Gefechtsprogramm wurde ausgelöst. Halte sie auf, bis ich es abschalten kann. Wen denn? Die Blasen? Ach, die da. Schieß doch mal auf den anderen! Also, solange ich bewaffnet bin, kann ich keine voll integrierte schöne Erinnerung machen. Du musst meine Geschütze zerstören. Aber sobald du damit anfängst, startet mein Gefechtsprogramm wieder und versucht dich zu töten. Oh, ich öffne meinen ersten Geschützport. Und wenn du bereit bist, schieß die Dinger ab und versuch nicht zu sterben. Das hat gekippt, das war Nummer 3. Die Hälfte hast du. Oh, ist das ein Arsch? Er ist rumgefahren, hast du das nicht gesehen? Oh, was ist jetzt passiert? Ah, hier ist so ein kleiner Giftzwerg, den habe ich nicht gesehen. Ja? Ach jetzt, die sind alle am anderen. Die Helfer sind so schlecht, ne? Also wenn er jetzt nicht mehr, also jetzt ist er ja sowas von nicht mehr gefährlich, ne? Meinst du? Endlich bin ich eine schöne Erinnerung und kann ins System integriert werden. Claptrap muss sich meiner nicht mehr schämen. Blub, 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 blub. Ja, erinnere mich mal dran beim nächsten Mal, dass ich mir mal in Ruhe meine Waffen anschaue und mir mal... Aber das ist auch, das ist eine Pistole. Was ist das denn für eine? Was anderes einstellen. Das da für ne. Das ist ein Snipery. Ich habe ja noch so interessante Sachen. Mhm. Krass, die Waffe behalte ich erstmal. Ich hab mal den Granatenmord. Ich schmeiß ja ab und zu mal eine Granate. Wollen wir denn jetzt hier eine Pause machen, Henry? Jetzt schon, ja. Ja, wir haben bald 2 Stunden. Du merkst ja gar nicht, wie die Zeit vergeht, schlimm. Ne? Das war gar nicht schlimm. Ja, ich muss das ja auch alles erst wieder bearbeiten. 2 Stunden sind 8 Folgen. 7 oder 8 Folgen werden das. Kein Grund aufzuhören. Doch, ich muss mal wohin. Dann mach schnell. Nee, das dauert lange. Ach komm schon. Ich bin älter, ich brauch länger. Nee, ich will noch mal meinen Bruder anrufen. Du weißt weswegen. Das war vor ein bisschen kurz und knapp. Ich noch mal mit Bruder mit ihm drüber unterhalten. Ist nichts Schlimmes. Er muss aber auch informiert sein. Ne? Einer neben mir ist schon erst noch unentdeckt. Wie, wo, was? Ach, da hinten, das Gelbe. Ausrufezeichen. Dann lass uns doch da noch hinlaufen. Das ist doch bestimmt nicht so weit, oder? Wo ist die Karte? Naja. Ist nur das halbe Level. Ja, da laufen wir noch hin. Das machen wir noch.
Ja gut, sagen wir so, wir machen noch eine Stunde voll und dann hören wir auf. Einverstanden? Ja, wie warum nicht? Das ist jetzt noch eine Viertelstunde, das geht noch. Dann habe ich auch erstmal genug zum Bearbeiten. Verdammt. Wir haben ja für die ganze nächste Woche noch voll. Und ich brauche auch noch ein bisschen Platz für unser Wochenendprojekt. Ja. Ne? Das werde ich morgen mal in Ruhe ausprobieren und dann, wenn du willst oder möchtest, können wir das dann Sonnabend starten. Oh. Ah, du bist durchgelaufen. Ah, sag das nächstes Mal. Ah, nee, du bist ja gar nicht so weit weg, ne? Nö. Ja. Hausfrau ab, Hausfrau ab. Ich habe eine Herausforderung fertig. Soll ich hochkommen? Warte. Ach, du hast schon. Gut. Ja, der brauchte nicht mehr viel, der Badass, ne? Was ist denn das hier? Guck, wir sind am Ziel unserer Bedürfwünsche. Das sieht ja hübsch aus. Ich und meine Jungs hier, wir sind ja Cookies. Quasi Unternehmer, ne? Wir verdienen unser Geld damit, in unserem Hostgerät leckere Datenpaketchen auszugraben. Klar, wir sollten gar nicht hin sein, aber haha, die haben einen Schuss hier. Auf einmal echt jetzt. Wird uns irgend so ein Verrückter, was weiß ich was, vertilgen. Voll krank. Du siehst aus wie ein ganzer Kerl. Tust du uns den Gefallen und reißt diesem Ding den Arsch auf? Klar, kann ich schon machen. Krieg ich auch einen Cookie denn? Sahne, super. Folge einfach den Krümeln, die führen dich sicher ans Ziel. Die haben Schuss. Diese Spur hinterlassen. Hat seinen gebrochenen Body bis zu uns raufgeschleppt und hat dabei Brösel und Brösel verloren. Nur oh. Damit er das zeitlich. Oh, das gefällt mir nicht. Ich gehe trotzdem runter. Oh, guck mal hier, schöne. Nicht so weit vorlaufen. Ach, das sagst du zu mir! Nee, ich würde hören, was er sagt. Oh, warten. Ein Drucker. Huch. Ich habe irgendwas genommen von dem Drucker. Die drucken was aus, wenn du da rankommst. Ne? Ja, du musst jetzt warten, bis der Laserdrucker mit den Nadeldruckergeräuschen fertig ist und dann. Da liegt sein Helm. Eine Spur! Noch eine Spur? Was war das? Stopp! Hier privat! Dort reinstehen, Böse! Warum du hier? Schande? Lass uns mit der Schande reden. Du versaust einen Typen da oben sein Geschäft. Tja, und ich soll das abstellen. Das ist irgendwie ein Klepprepp mit Beine im Verband, Cookie, oder? Klaut private Daten für Geld. Kein Recht. Du schießt Mist. Er schießt leckere, diebische Cookies. Ja, und weiter? Warum hört denn der immer mittendrin auf und jackelt so hin und her? Jetzt ist okay. Er rot. Nein, was? Oh, nein, oh, was tust du denn? Na, er ist rot. Ich will ja auf ihn mit ihm kämpfen. Hast du gar nicht auf den Dialog gehört? Oh. Ja, dann hast du Schande töten. Na, er ist doch rot geworden. Dann ist er doch unser Gegner und greift uns an, oder nicht? Ja, guck doch mal. Schande töten oder die Daten-Cookies. Ach so, das habe ich doch gar nicht gesehen. Oh. Da musst du mal was sagen. Ich habe die ganze Zeit ja, gefragt, was der hat das gerade die ganze Zeit im Dialog gesagt. Der hat doch keinen Dialog gesagt. Der hat einen Satz gesagt, dann hat er 5 Minuten Pause gemacht, dann hat er den nächsten gesagt. Das ist doch kein Dialog. Cookie und Schande haben sich gerade unterhalten. Von wegen, Cookie hat hier die Daten gestohlen und das dürfte er eigentlich nicht. Und dann hat Cookie halt gesagt so, ja, ich habe nur eine Seite gehört, schuldige. Da kann ich auch nichts für, wenn die Hälfte von der Tonspur fehlt. Ja, aber du, man sieht immer noch rechts das Logo, auf was man machen kann als Mission. Oh, jetzt bin ich. Jetzt. Und warum wolltest du Cookie am töten? Du? Hm? Was ist jetzt wichtiger, dass Cookie stirbt und nicht die Schande? Weil die Schande recht hat. Du hast Cookie noch nicht dazu gehört, du kannst das gar nicht wissen. Ja, doch, natürlich. Die haben sich ja wohl unterhalten.
Cookie wollte Daten stehlen und die dann verkaufen. Und das hat Chandler nicht gefallen und deswegen hat er die angefangen anzugreifen. Und ja, Cookie, das habe ich alles nicht gehört. Und Cookie hat als Gegenargumentation gebracht, dass er ja wohl arbeiten darf. Und das war's. Ja, und das habe ich, was Cookie gesagt hat, habe ich nicht gehört. Deswegen habe ich doch gefragt, was das jetzt hier ist. Danke für deine Hilfe. Mann, Kong versucht, meinen illegalen paar Daten zu schürfen. Schon drehen alle durch. Wenn ein System Privatsphäre will, soll es sich halt besser schützen. Naja, das ist aber auch was Wahres dran. Heutzutage. Das wirst, wenn du dir die Aufnahme anguckst, wirst du das sehen. Ich habe nur Schande sprechen hören. Deswegen habe ich auch nicht die Zusammenhänge. Hast du irgendwas gekriegt? Oder weswegen guckst du? Nee, nichts Besonderes. Warte, ich lese mir gerade was. Ja, aber das ist doch Mist, wenn mir die Tonspur fehlt. Da liegt Geld. Mein Geld. Was liest du denn da gerade? Etwas, was hier in der Gegend ist. Und was? Steam Community von Fractal. Eine Steam Community? Fab Trap. Hier gibt's irgendwo eine Tür. Also hier nicht, sondern in einem anderen Ding. Lass uns erstmal wieder in die andere Welt. Ja. Ich sammle hier noch ein bisschen Geld. Was ist das? Ich habe irgendwas Schönes gefunden. Neuer Spielerskin verdient. Hier lag was rum, das habe ich bloß eingesammelt. Tja. Der verfolgt dich die ganze Zeit. Tja. So, dafür müssen wir da mal entscheiden. Wow. Einfach mal was ausprobieren. Was denn? Na, was ich in der Community gelesen habe. Und wie bist du da hingekommen? Indem ich Shift und Tab gedrückt habe. Ach so. Da hast du drin rumgelesen. Da würde ich ja nie drauf kommen, da reinzugucken. Du bist zwar nicht Jack, aber verdammt, du gefällst mir. Sehr leise. Da kommt Nachschub.
voll. Müssen wir hier hinten hin? Nee. Ich bin am überlegen. Muss ja hier irgendwo sein, ne?